Das Jetpeel haben wir mittlerweile auch schon seit fast 8 Jahren. Beim Jetpeel ist es so, dass mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, nämlich mit 720 Stundenkilometer Wirkstoffe, ganz gezielt in der Haut platziert werden können. Das ganze Verfahren ist schmerzlos, aber sehr effizient, gerade bei Kunden, die Angst haben vor Spritzen oder einfach sich was Gutes tun wollen. Man hat einen Soforteffekt. Man nimmt das Jetpeel hauptsächlich bei Kunden, die eine gestörte Hautbarriere haben, entzündete Haut, einfach eine sehr trockene, dünne Haut haben. Dafür ist das optimal. Beim Jetpeel ist es so, dass wir ganz individuell und gezielt auf die Hautbedürfnisse eingehen der jeweiligen Kunden. Wir schauen also wirklich, was braucht es, und können verschiedene Wirkstoffe in die Haut platzieren. Man kann das einmalig einsetzen, gerade wenn man was vorhat oder wenn man das Gefühl hat, oh, meine Haut ist energielos und ich hab so eine trockene Haut. Aber wir empfehlen, die Behandlung kurweise zu machen. Wir haben auch immer solche Packages, wo man ein bisschen Geld sparen kann. Wir empfehlen alle 4 bis 6 Wochen oder auch mal alle 2 bis 4 Wochen. Wir bieten das Hydrafacial und das Jetpeel auch zusammen an. Es kommt, wie gesagt, immer darauf an, was wir gerade für einen Hauttyp da haben, für einen Hautzustand. Bei dem Hydrafacial kann man die Haut sehr gut vorbereiten. Es ist für Hauttypen, die ein bisschen eine grobporigere Haut haben, die aber gleichzeitig auch viele Wirkstoffe brauchen, die schon ein bisschen älter sind, wo einen maximalen Effekt haben möchten. Da bereiten wir die Haut vorher mit dem Hydrafacial vor, und wenn die Haut dann schön geöffnet ist, fangen wir dann an, mit dem Jetpeel ganz gezielt die Wirkstoffe in die Haut zu platzieren.